Okay, so und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal Surface. Wir spielen jetzt Minecraft Hexit. Genau. Ja. Wir spielen Hexit. Das ist jetzt quasi das Ankündigungsvideo. Gedöns. Weil Hexit wird ein hauptsächliches Stream-Projekt. Da. Mein Vogel. Wir der Meinung sind. Es ist sehr, sehr schwierig, quasi jetzt eine Viertelstunde einfach irgendwas zu reden. Ich glaube, es ist auch langweilig zum Zugucken, wenn wir einfach nur irgendwas bauen oder so. Mhm. Deswegen werden wir Hexit hauptsächlich streamen. Wird immer Streams sind bei uns relativ spontan, aber ja, wird schon. Und wir werden dann so, was sag ich, so alle 3 Wochen oder so ein Update-Video machen, wo wir dann halt eine Viertelstunde der Show machen quasi und sonst werden wir Hexit streamen. Aber das ist quasi jetzt so das erste Video. Der erste Stream von Hexit ist auch schon durch. Also, ja. Genau. Wupp, wupp. Let's go. Ich bin motiviert und hab gerade richtig Bock drauf. Yay, ich auch. Hexit, bestes Spiel. Wir haben, das war also das erste Modpack, was ich gespielt habe, ne? Mit dir. Ja, Mann. Das war schon geil. Wir hatten damals eine heftige Welt am Start. Die war echt geil. Damals auf dem Aternos-Server, Alter. Sahnig, Zucker. Das war richtig, richtig scheiße. Was machen wir jetzt am Anfang? Bier. Ich würde erstmal sagen, dass wir überleben. Also Grundnahrungsmittel erstellen und so Späße. Mhm. Was und dann halt. Das ist ein Eisbär, ein Polarbär. Können auch vielleicht erstmal quasi uns irgendwo hinsuchen, wo wir denn überhaupt was bauen wollten. Ja, sollen wir da mal in die City da oben? Ich nehme auch ein Holz mit und würde mir erstmal kurz noch ein Holzschwert machen, aber so. Okay. Habst du das Bedürfnis, mich verteidigen zu können? Ja, ich weiß auch nicht, das ist ja ziemlich absurd, das Bedürfnis. Bei Hexit, ich erinnere mich Hexit noch so an den Spielmodus, also Hexit war so, ich gebe dir aufs Maul. Und so, irgendwann kannst du was dagegen machen. Aber erstmal gebe ich dir aufs Maul. Ja, Mann. So. Ich bin am Start. Da ist der Polarbär. Du holst dir gerade noch Holz. Da hinten ist schon unser erster Dungeon. Da ist noch ein Dungeon. Nice. So viele Dungeons. Dungeons waren immer richtig lustig. Die waren am Anfang immer übertrieben schwer und irgendwann war es so, ja. Easy. Und dann immer diese Endboss. Das weiß ich auch. Ja. Stimmt. Was sind die denn immer? Und wo ich es dann geschafft habe, mit Rückschussschwert die irgendwie von oben runter zu kicken und da ich den Tower kaputt gemacht habe, quasi, weil der nicht gestorben ist und den aber nicht mehr töten konnte. Lass doch mal für die erste Nacht in irgendein Haus einziehen hier. In welches? Keine Ahnung, irgendeins. Also, ich habe mir erstmal ein bisschen was zu essen gegönnt von dem Feld. Ja. Von dem Feld her. Das ist ein Villager. Guck mal, drei friedliche Eisbären. Ich schlag sie mal, dann sind sie nicht mehr friedlich. Alter, was ist das da hinten? Ein Haus. Komisches. Witch House, so eine Witch House, glaube ich, oder sowas. Das ist tödlich. Nice. Macht Ärger. Guck mal, hier geht's runter. Nein, Mann, da unten ist nix. Oh, ja. Ja, geile Idee. Geh mal weg. Nur zu helfen müssen. Da sind Wölfe. Brauchen wir. Wo wollen wir am besten jetzt hin? Wolltest du irgendwie in der Nähe von dem Dungeon schon mal gleich oder willst du
Mappen. Irgendwo, wo es cool aussieht. Okay. Ja. Dann bis gleich, bis wir was gefunden haben, wo es cool aussieht. Genau, bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben einen wunderschönen, exquisiten Platz gefunden hier oben über einem Villager-Dorf und einem, keine Ahnung, über einer Burg oder sowas. Keine Ahnung, ja, was da unten ist. Ist auch immer. Ich finde es ganz schön. Guck mal, da hinten im Hintergrund sieht man auch noch eine Burg. Habe ich gar nicht gesehen. Die da hinten? Ja, ja. Da hinten, da in die Richtung ist noch eine. Ja, die meine ich, genau. Ja, sieht auch ganz nett aus hier, oder? Ich würde mal sagen, hier bauen wir mal ein wunderschönes Häuschen hin. Ja, aber das, wie das Häuschen dann aussieht, sehen wir dann so in 2 Wochen. Weil das war's, würde ich mal sagen, für die Folge. Also wir werden jetzt hier uns ungefähr unser Heimatquartier aufbauen und dann schauen. Ja, schaut auf alle Fälle bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, dass wir jetzt mal ein Häckselprojekt machen. Und ja, Abo nicht vergessen und schön fleißig Kommentare schreiben. Mhm. Ja, und damit bis zum nächsten Video. Genau. Und lasst wie immer ein Like da und natürlich ein Abo. Dann seid ihr die Kings. Und damit, ja, tschüss. Tschüss.